So, und jetzt kommen mit diesen Truppen, und zwar als Bilanz, 5 Vereine, und ich hoffe, dass ich keine vergesse. Zum einen, der Verfallungsdruck, Thomas das Spielleute e.V. Kreuzer Spielleute. Kampfhalle zu Kreuz. Kampfhalle zu Kriegsschau. Stadtfanfarenzug Mark Rüberg e.V. Aus Polen, Orchestra Dobrycza. Nächstes kommt für Sie die Trampfunfahrer hier aus das Heuer in den Niederlanden. Als nächstes die Minuten Traum from Soul Force in Niederlanden. Thank you.
es rennt. Bei den Easton brauche ich gar nicht nachsehen und auch nicht überlegen, wer es ist. Das ist das Drumcorps Blue Lions hier aus Rastede.
Als nächstes der Spielanzug Fashion Flames Volkswagen hat doch noch viel Spaß. So, meine Damen und Herren, und jetzt gleich einen Riesenapplaus. Gucken Sie sich mal diese langen Fahnen an und die messen tatsächlich 6 Meter. Hier ist doch Istra Grandioso Radom aus Polen! Die nächste Gruppe kann ich auch ganz gut erkennen an den tollen Farben. Hier ist die Klammern-Schumann-Farbe DSG Mena aus den Niederlanden. Ja, meine Mutter, ich weiß nicht, ob Sie es geahnt haben, dass das Licht hier nicht so hell ist. Lena hat sogar extra ihr eigenes Licht mitgemacht. Gucken Sie sich das genau an. Thank you.
als nächstes, meine Damen und Herren, aus Irland, Mollinger Traumband. Die nächste Band kommt aus Polen, Orchestra Miasta aus Wiczyn. Als nächstes die deutsche Jugendbrassband aus Lübeck. Aus Thailand, KBS International Symphonic Band. Als nächstes aus den Niederlanden, Van Limburg, Stereo Band. Hier ist der Spielmannszug Radeberg.
So, wir haben die Timmatze zur Rockies-3-Gitar angeschlossen. Hier ist Linkin Park Youth Concert and Marching Band aus Schweden. Aus den Niederlanden kommt hier das Schulkorps in Irine Ide. Hier kommen auch schon die nächste Welt der Kontrollenzug aus Potsdam. So, und ich hoffe, ich habe es jetzt an der Startführerin richtig gesehen. Hier ist der Spielmann zum Grünemis vom ersten Zug. Aus Dänemark kommt hier als nächstes der Finske Slagakademie.
Tiergarde aus Deutschland. So, und bei den Nächsten brauche ich auch tatsächlich einfach nur nach vorne zum Stabführer gucken. Hier ist Thomas Röder mit seiner Gruppe, hier ist der Musikverein Rühle! Schon mal die Drum Major in der heutigen Show-Qualifikation nach vorne kommen, damit wir gleich mit der Punktevergabe beginnen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Weltmeisterpublikum, Ladies and Gentlemen, Audience of the World Championships, you're welcome. Herzlich willkommen zur Siegerehrung am Samstag. Und dazu begrüße ich links und rechts von mir, um dem Ganzen auch den würdigen Rahmen zu geben, unseren Schirmherrn, seine königliche Hoheit Christian, Herzog von Oldenburg. Herzlich willkommen. Und dann zu Ihrer Linken und meiner Rechten unserem Bürgermeister Lars Krause und den Präsidenten der Musiktage Thorsten Wilters. Auch euch ein herzliches Willkommen. Der Wettergott meint es gut mit uns. Wir wollen es nicht überreizen, deswegen geben wir uns alle Mühe, hier zügig das alles über die Bühne zu bringen. Herr Bürgermeister, lieber Lars Krause, die 67. Raste der Musiktage. Meines Wissens die dritten für dich als Bürgermeister. Das klingt nach ganz viel Routine. Ist das überhaupt was Besonderes oder mussten wir dich vom Sofa runterholen? Welchen Stellenwert hat diese Veranstaltung hier in diesem Jahr? Lieber Carsten, erst nochmal herzliches Willkommen, auch von meiner Seite hier an alle Rastidauer und Rastidauer Gäste. Nein, das hat schon was sehr Besonderes. Gerade eine Weltmeisterschaft haben wir sicherlich nicht jedes Jahr hier. Von daher was Außergewöhnliches und ich glaube auch sagen zu dürfen, wenn man den Umzug gesehen hat heute Morgen, ich habe es jetzt leider nur auf Facebook sehen können, weil wir mit unseren polnischen Freunden unterwegs waren. Aber wir haben natürlich auch die Eröffnung gehabt, was ganz besonders auf dem Köbel-Wilms-Platz, ich glaube, noch näher dran an der Bevölkerung, an unseren Gästen war. Diese Veranstaltung, die Rastäder Musiktage oder dieses Jahr die Weltmeisterschaft noch nie. Und ich sag mal, mich musste man noch nie hertragen. Ich bin hier immer sehr, sehr gerne hergekommen. Ihr habt das wieder ganz, ganz toll gemacht. Kompliment an euch, Thorsten. Stefan, alle, das ganze Team, Carsten, nochmal ein großes Chapeau von mir. Thorsten hat es heute beim Schlossempfang gesagt, über 300 Ehrenamtliche, die hier gearbeitet haben. Ein herzliches Dankeschön, einen großen Applaus dafür. Vielen, vielen Dank, Herr Bürgermeister.
Ja, noch ein ganz paar Zahlen, um das doch sehr, sehr beeindruckende Feld hier auch zusammenfassen zu können. Ich mache das ganz nüchtern mit den Zahlen. 3500 Gäste haben wir hier, 8 Nationen sind vertreten. Wie bereitet man sich auf so eine Weltmeisterschaft vor? Und Mann mit klein geschrieben und einem N, also Mann, Thorsten Wilters und Team. Was ist dafür notwendig, um das hier heute präsentieren zu können? Viel Zeit, viele Freunde, Helfer, Unterstützer, viel wegdelegieren, das hilft immer am meisten. Nein, aber es bedarf einer riesen Mannschaft, die das schon seit Jahren machen. Und wir sind sonst noch immer so Anfang 200 ehrenamtliche Helfer. Und dies der bedingt die WM. Sie sind von überall hergekommen und haben sich von selbst angeboten. Und ich glaube, wir sind am Ende bei 380 Leuten gelandet. Das sind dann die hier auf dem Platz so mithelfen. Dann haben wir aber auch heute noch die Feuerwehr gehabt zum Absperren der Straßen. Das DRK ist da und die kommen alle so wie selbstverständlich. Man braucht gar nicht viel reden. Jeder weiß, was er zu tun hat, weil das hier in Rasen einfach wunderbar funktioniert. Und das ist auch die Motivation, warum wir das machen, weil man es nicht alleine macht. Wunderbar, herzlichen Dank. Schenken Sie einen Applaus für all die helfenden Hunde. Kann ich direkt anschließen, noch eine Frage an den Bürgermeister Lars Krause. Neben diesen helfenden Händen und einer Gemeinde, der du ja vorstehst, die eben auch dahinter steht, braucht es noch mehr links und rechts Nachbargemeinden. Was hat die Kommune noch alles gemacht? Das soll nicht geheim bleiben, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Deswegen hier ist die große Gelegenheit dazu, das einmal der breiten Bevölkerung kundzutun. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich möchte dann, ich habe das auch schon bei der Auftaktveranstaltung gesagt, ein herzliches Dankeschön auch an unsere Nachbarkommunen. Du hast es angesprochen, 3500 Musikerinnen und Musiker in der Gemeinde Rastede unterzubringen. Eine Gemeinde mit 23.000 Einwohnern, da kann sich jeder lebhaft vorstellen, wie schwierig das ist, hier Betten und Unterbringung sicherzustellen. Deswegen an meine Amtskollegen nach Jade, Henning Kaas, an die Gemeinde Jade, aber auch Jörg Pieper nach Wiebelstede und dem Team dort ein herzliches Dankeschön, die uns hier Sporthallen und Räume zur Verfügung oder euch Räume zur Verfügung gestellt haben für die Musiker, für die Übernachtung. Das nenne ich Solidarität und Unterstützung. Dafür ein großes Dankeschön an unsere Nachbarkommunen. Und bevor wir drei hier das wegräumen, damit die Punkte vergeben werden, aber doch noch, wir haben das gar nicht so richtig gewürdigt, das ist fast ein bisschen untergegangen. Es sind ja die 25. Wamsby-Weltmeisterschaften, also silbernes Jubiläum. Was war denn nötig, um die hierher zu bekommen? Wo bist du überall gewesen, lieber Thorsten Wilters? Und wie muss man sich das vorstellen, damit Rastede sich einreiht in, was hatten wir alles, Palm Springs, Kopenhagen, Hongkong, Rastede. Für uns die logische Reihenfolge, aber ich glaube, auf dem Rest der Welt war es nicht ganz klar, dass es hier sein muss. Also, was war dafür alles so notwendig? Naja, auch hier kommt wieder ein letztes Spiel. Wir haben das vor 18 Jahren haben wir uns entschieden, uns der Wamsby, der World Association of Marching Show Bands anzuschließen, weil wir wollten unserer Gesamtveranstaltung einen Kopf, einen Namen, ein Regelwerk geben. Wir mussten dann feststellen, das haben wir mit einem deutschen Verband vor, dass Deutschland eine BDMV hat, eine DBV, eine Spielmannsvereinigung, eine Feuerwehr. Da war ich dann überfordert, aber gesagt, wir nehmen den Weltverband, das ist ganz einfach, hast du nur einen. So, und dadurch haben wir dann wirklich Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt. Wir waren selber in Kanada, in Calgary, auch mit der Showband jetzt zweimal. Wir waren in Shanghai, in Shanghai auf dem Frühlingsfestival in Palm Springs. Ja, wir fliegen jedes Jahr selbst zur Weltmeisterschaft, bauen das Netzwerk aus. Und alle, die hier waren, erzählen es natürlich zu Hause weiter, auch unsere Juroren, die jetzt ja hier sind aus Malaysia, Kanada und von überall. Jeder nimmt diese Eindrücke mit und erzählt es weiter, dass es hier in Rastede funktioniert. Und darum geht es ja auch, wenn ich viel Geld in die Hand nehme für eine große Reise. Ich sag mal so jetzt, wenn die Thailänder sind 32 Musiker, in Summe sind es 50 Leute, kann man sich ausrechnen, Tausender für den Flug, dann sind die ersten 50.000 weg und dann nochmal ein bisschen 10 Tage durch Europa, dann sind da auch schnell mal 100.000 Euro weg. Dann möchte man nicht eine Fahrt ins Blaue machen, sondern macht man eine Fahrt dahin, wo es funktioniert. Wo das honoriert wird, wofür ich ein Jahr lang trainiert habe, wo ich ein Jahr lang das Geld für eingesammelt habe. Und das haben wir halt in den letzten ewig Jahren bewiesen, dass das in Rastede funktioniert und klappt. Und aus diesem Grunde haben wir die Weltmeisterschaft bekommen. Nicht, weil wir nämlich ein Stadion haben, das haben wir nämlich gar nicht. Und aus dem Grunde wollte man uns das vor Jahren nicht geben. Aber weil das hier so klappt und funktioniert und wir auch so hervorragende Zuschauer haben, und ich kann Ihnen versprechen, hier sind so viele Zuschauer
die auf vielen Weltmeisterschaften sich andere freuen würden, wenn sie die hätten. Und darum haben wir die bekommen. Ich habe darin zum Schluss noch ein Lob für Sie gehört. Also Sie sind alle weltmeisterlich. Sie haben alle Ihren Anteil daran, dass das hier hinter uns genauso stattfindet. Und die da hinter uns sind ungeduldig. Die wollen endlich wissen, wie die Scores ausgegangen sind. Und deswegen würde ich sagen, damit geht es jetzt weiter. Die Punkte sind im Turm und gleich bekommen wir sie hier zu Gehör gebracht. Herzliches Dankeschön an meine Gesprächskollegen hier links und rechts. Und wir machen mal ein bisschen Platz für das, was wirklich wichtig ist, die Musik. So, dann beginnen wir jetzt mit der Punktevergabe für die Showqualifikation. Und wir fangen an mit 72,222 Punkten für die Youngstars Showband Rastede und einer Bronzemedaille. Zugreiz e.V. Silbermedaille. Vier Punkte, Fanfans zu Kimmichau, Silbermedaille. Punkte, Drumfanfare, DOS Eulen mit einer Silbermedaille. ...84,917 Punkte, Fanfarenzug nach Strelitz, Silbermedaille. Spielmannszug Hattstedt, Silbermedaille. ...77,272 Punkte, Millennium Drum Corps Verdello, Silbermedaille. Spielmannszug Rödemies, erster Zug, Goldmedaille.
88,750 Punkte. Van Limburgs Dirum Band, Goldmedaille. Ja. 84,717 Punkte, Drum and Show Fanfare, DSG mit Namen, Silbermedaille. Sechsundachtzigkommasechshundertsechs Punkte, SG Fanfarenzug Potsdam e.V., Goldmedaille. Ich 85,744 Punkte, Orchester Grandioso Radom, Goldmedaille. Punkte. Showband Spirit of 52 Gastgeber, Goldmedaille. Show qualifiziert haben und das sind Mulliger Town Band, Spielmannzug Kapstedt e.V., Hechstädter Spielmannzug Blau-Weiß 1919, Stadtfanfarenzug Magdeburg, Fanfarenzug Neustrelitz, Orchestra Grandioso Radom, SG Fanfarenzug Potsdam e.V., Spielmannzug Rödemies, erster Zug. Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. Showband Spirit of 52 Rastede. Und das Showchor Irene Eder. So, die Drummajor werden jetzt gerne wieder zu ihren Vereinen zurückkehren.
Thomas Röder. Thomas, du darfst dann, glaube ich, auch schon mal vorne gehen aufs Podest. Ich habe mir sagen lassen, du dirigierst auch jetzt gleich den nächsten Part. Meine Damen und Herren, Sie dürfen gerne stehen bleiben. Wir kommen jetzt nämlich nicht wie sonst auf den Rast der Musikteil zum Europa-Lied, sondern diesem Jahr ist es ja die Weltmeisterschaft und dann ist immer das landansässige Lied angesagt. Also wir hören jetzt von allen Vereinen gespielt die Deutschlandhymne. Klappt das oder soll ich dir helfen? Warte, ich komm. Wir müssen uns zwar beeilen, aber ich mach das sofort. Soweit. Und zwar, wir haben uns heute nicht überlegt, sonst die Jahre stehe ich hier und dann heißt es ja immer, warten Sie mal ab, was da gleich kommt. Aber in diesem Jahr haben wir uns eins überlegt, Sie müssen jetzt alle mithelfen und auch ihr, liebe Spielleute. Wir zählen gleich von 5 runter bis auf 0. 5 to 0. Und dann gucken wir mal, was passiert. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Die Plätze und 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey!
See you through my lucid eyes.
Ja, meine Damen und Herren, was für ein Feuerwerk. Nochmal einen riesen Applaus. So, meine Damen und Herren, und jetzt heißt es noch einmal, ordentlich klatschen, bleiben Sie noch einen kurzen Moment, schauen Sie den Verein nochmal zu, wenn Sie mit Ihrer eigenen Musik abmarschieren. Moment, das dauert bitte nicht. Können Sie denen auch nochmal einen ordentlichen Applaus, denn Sie haben jetzt die ganze Zeit hier wirklich gestanden für Sie. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns zu Gast und wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr wieder hier zu den diesjährigen Weltmeisterschaften bei den Rasti der Musiktagen hier im Schlosspark zu Rastede. Tschüss, sagen wir erstmal hier und bis morgen früh.